Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, obwohl wir uns in der direkten Vorweihnachtszeit befinden und es eine ganze Menge konkurrierender Veranstaltungen gibt, wie den Weihnachtsmarkt und verschiedene Konzerte und so. Wir haben ja dieses Semester das Thema Identität und ich werde Ihnen heute etwas erzählen aus meinen Forschungen zu den Besatzungskindern, weil dort Identität oder Identitätssuche ein ganz zentrales Thema ist und dazu werde ich Ihnen zunächst ein bisschen was Historisches erzählen über die Projekte. Ich werde heute vor allem über die deutschen Besatzungskinder reden, kaum über die anderen Projekte und vor allem mich auf das Thema Identität stürzen. Ich denke, was Ihnen allen bekannt ist, ist, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Potsdamer Konferenz 1945 eine politische und geografische Neuordnung Deutschlands stattgefunden hat und 4 Besatzungszonen eingerichtet wurden. Und wenn wir uns mit den Besatzungskindern beschäftigen, und ich werde nachher noch ein bisschen genauer erklären, warum und wie wir dazu gekommen sind, dann meinen wir normalerweise die Kinder, die bis 1955 geboren wurden, weil dort endete die klassische Besatzungszeit durch den sogenannten Deutschlandvertrag. Und gleichzeitig wissen Sie und ich aber, dass natürlich die Besatzungsarmeen deutlich länger, nicht mehr als Besatzungsarmeen, aber als Armeen in Deutschland stationiert waren und zum Teil bis heute sind. Um die Zahlen ein bisschen klar zu machen, am Ende des Krieges waren allein 1,6 Millionen amerikanische Soldaten in Deutschland. Die Zahlen sind dann aber sehr schnell, sehr deutlich nach unten gegangen und haben sich in den 50er Jahren auf so 100 bis 150.000 etwa eingepegelt. Wenn wir über diese Kinder reden, und da werde ich nachher noch mal genauer drauf eingehen, müssen wir auch deutlich machen, dass wir am Ende des Krieges, also wirklich mit dem Vormarsch der Roten Armee, zwischen 1 und 2 Millionen Kriegsvergewaltigungen hatten. Historiker gehen heute eher von 1,9 Millionen aus, also eher 2 Millionen. Und interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass es im März 1945 einen Erlass gab, der es erlaubte, Abtreibungen durchzuführen von Schwangerschaften, die durch Kriegsvergewaltigungen entstanden sind. Ja, ich rede ja nun aber über Kinder, und zwar, wenn ich über Besatzungskinder rede, nicht nur über die Kinder, die durch Vergewaltigungen entstanden sind, sondern auch Kinder, die durch andere Kontakte mit Besatzungssoldaten entstanden sind. Und um das in einen Kontext zu stellen, es ist nochmal wichtig klarzumachen, dass das nicht etwas Spezifisches des Zweiten Weltkrieges ist, sondern dass es diese Kinder letztendlich in jedem bewaffneten Konflikt und in jeder Besatzung gibt, in unterschiedlichen Ausmaß und Zahlen. Das heißt, wir sind immer diese Kinder, mit denen ich mich beschäftige, sind Kinder, die aus intimen Kontakten zwischen ausländischen oder feindlichen Soldaten und einheimischen Müttern gezeugt und geboren werden. Und diese Kontakte sind in einem sehr weiten Spektrum von systematischer sexueller Gewalt, also zum Beispiel auch Kriegsvergewaltigung und systematische Kriegsvergewaltigung, da werde ich ganz am Ende des Vortrags nochmal drauf eingehen, über eher freiwillige, wir sagen immer sogenannte Versorgungsbeziehungen, das können Sie sich vielleicht, das kennen Sie vielleicht auch aus Erzählungen, wobei das ein schwieriger Terminus ist, dass Frauen durchaus auch Beziehungen eingegangen sind, um zum Beispiel Schutz, Nahrung, Wohnraum und so weiter zu erhalten. Dann gibt es, das spielt im Zweiten Weltkrieg, am Ende des Zweiten Weltkriegs und in der Besatzungszeit nicht so eine extreme Rolle, aber in anderen Konflikten Prostitution und Zwangsprostitution. Und natürlich gibt es Liebesbeziehungen und in unserer Studie, die wir gemacht haben, sind die meisten Kinder aus freiwilligen Beziehungen entstanden und nicht aus unfreiwilligen Beziehungen. Es gibt bis heute keine sicheren Zahlen dazu, wie viele Besatzungskinder es in Deutschland eigentlich gibt. Die Schätzungen reichen von 200.000 bis 400.000. Es gibt auch Leute, die die Zahlen noch höher angeben. Wir werden das vermutlich nie herausfinden, weil es dazu weder ein Register gibt, noch können wir die irgendwie anders finden. Und letztendlich wird es auch eine ganze Menge Menschen geben, die das gar nicht wissen. Und wir können nur so, um so ein bisschen einzuordnen, um wie viele Leute geht es da eigentlich. Wir gehen von 200.000 bis 400.000 solchen Kindern in Deutschland aus. International gibt es einen Begriff, der inzwischen ziemlich etabliert ist, das heißt Children Born of War. Das kann man nicht gut ins Deutsche übersetzen, weil das würde sowas wie Kriegskinder heißen und der Begriff ist schon benutzt. Nämlich das sind all die Kinder, die im Zweiten Weltkrieg geboren oder aufgewachsen sind, die werden als Kriegskinder bezeichnet und deshalb benutzen wir diesen Begriff auch im Deutschen nicht. Wir benutzen also
in dem Wissenschaftskontext diesen Children Born of War-Kontext Begriff oder sonst sagen wir im Deutschen Besatzungskinder. Und zu diesen sogenannten Children Born of War gehören verschiedene, also einmal Kinder fremder oder feindlicher Soldaten und einheimischer Frauen, dann Kinder von Besatzungssoldaten, das ist jetzt das, was mich interessiert. Da gehören auch in diesem Begriff noch zwei andere Gruppen, nämlich einmal Kinder von Kindersoldatinnen. Das ist vor allem in modernen Konflikten ein großes Thema. Und auch Kinder von Friedenstruppen, also zum Beispiel von Blauhelmsoldaten und so weiter. Und auch die existieren. Ja, gehen wir zurück zum Zweiten Weltkrieg. Wie war das eigentlich in der direkten Nachkriegszeit? Es gab ein sogenanntes Fraternisierungsverbot. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gehört haben, was das ist. Fraternisierungsverbot heißt, es sollten eigentlich keine privaten persönlichen Kontakte zwischen den Besatzungssoldaten und der deutschen Zivilbevölkerung existieren. Und jetzt ist das von den verschiedenen Besatzungsarmeen sehr unterschiedlich umgesetzt worden. Unter anderem bei der Roten Armee ist das ziemlich strikt umgesetzt worden. Das heißt, die Kontakte wurden zum Teil unterbunden. Man ist auch schnell in den Verdacht geraten, irgendwie Kontakte zu haben, die irgendwas mit Spionage zu tun haben könnten. Und in der sowjetischen Besatzungszone war es erst ab 1953, also weit nach Gründung der DDR, möglich, eine Eheschließung zwischen einem sowjetischen Soldaten und einer deutschen Frau zu haben. Wir wissen das von den Besatzungskindern auch, weil das ein großes Thema ist, weil viele Geschichten da erzählt werden, dass die Väter versetzt wurden, dass die Briefe abgefangen wurden. Ich kenne eine Geschichte, da hat ein Besatzungskind nachgeforscht, da ist der Vater dafür in Gulag gegangen, dafür, dass er einen Kontakt, also ein Kind mit einer deutschen Frau hatte. Was aber für die Mütter vor allem schwer war, war nicht nur, dass die Väter nicht da waren, sondern auch, dass es keine Möglichkeit gab, die Vaterschaft zu erklären und Unterhalt zu bekommen für die Kinder. Bei der amerikanischen Armee gab es zunächst auch eine sehr strenge Antifraternisierungspolitik und eine stark antideutsche Rhetorik. Das hat sich aber relativ schnell geändert und diese Verbote sind auch relativ schnell dann gelockert worden. Bereits 1946 ist das Heiratsverbot aufgehoben worden und bis 1950 sind nach offiziellen Statistiken über 14.000 Frauen, die mit amerikanischen Soldaten verheiratet waren, in die USA ausgewandert und die nennt man War Brides. Da gibt es auch zum Teil recht erschütternde Geschichten, was sie dann dort vorgefunden haben. Nicht alle, manche haben natürlich auch einfach tolle Geschichten erlebt und die Liebe ihres Lebens gefunden. Kommen wir zu Frankreich. Das ist die einzige Besatzungsmacht, die kein klares Fraternisierungsverbot hatte. Aber natürlich war es auch dort so, dass Distanz gewünscht war. Die haben aber zum Beispiel, was die Besatzungskinder betrifft, eine ganz andere Strategie gehabt. Die haben nämlich gesagt, die gehören zu unserer Grand Nation und wir nehmen die mit nach Hause. Da gab es zum Beispiel Büros zur Registrierung dieser Kinder. Es gab auch immer wieder Gerüchte von Zwangsverschickungen dieser Kinder oder dass die Kinder in Obhut genommen wurden von französischen Behörden. Und immerhin aktenkundig ist, dass 20.000 solcher Kinder, die von ihren Müttern aufgegeben wurden und auch von den Vätern nicht aufgenommen wurden, nach Frankreich gebracht wurden und dort dann entweder zur Adoption freigegeben wurden oder in Heimen aufgewachsen sind. Man muss aber auch klar machen, dass sogenannte ungeeignete Kinder, also Kinder mit körperlichen Einschränkungen, Behinderungen und so weiter, nicht mitgenommen wurden, sondern in deutsche Heime kamen. Ein besonders interessanter Fall, vielleicht kennen Sie das, werde ich Ihnen gleich noch ein Beispiel zeigen aus einem Buch. Großbritannien hatte auch ein Fraternisierungsverbot. Da ist relativ wenig bekannt über die Kinder und vermutlich ist das eine deutlich kleinere Gruppe. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Buch hier, das ist auf Deutsch auch erschienen, 2014. Und zwar ist es eine Anweisung für die britischen Soldaten, die nach Deutschland geschickt wurden. Liest sich ein bisschen wie Brems Tierleben. Es wird also erzählt, was die Deutschen denken und so weiter. Ich bringe gleich ein Zitat und zwar bringe ich Ihnen das zu den Frauen. Also in dem Kapitel Frauen steht Folgendes: Unter dem Schock der Niederlage wird das Niveau persönlicher Anständigkeit, das bereits von den Nazis untergraben wurde, noch tiefer sinken. Zahlreiche deutsche Frauen werden, wenn sich ihnen die Möglichkeit bietet, bereit sein, sich zu erniedrigen, um von ihnen zu profitieren. Nach dem letzten Krieg strömten Prostituierte in die von britischen und amerikanischen Truppen besetzten Gebiete. Das werden sie wahrscheinlich erneut versuchen, obwohl sie diesmal von den Deutschen getrennt untergebracht sind. Seien Sie auf der Hut,
Die meisten werden infiziert sein. Eheschließungen zwischen Mitgliedern der britischen Streitkräfte und Deutschen sind, wie Sie wissen, verboten. Ohne dieses Verbot würden solche Eheschließungen sicherlich zustande kommen, denn Deutschland wird nach dem Krieg noch für eine ganze Weile kein angenehmer Aufenthaltsort sein. Und deutsche Mädchen wissen, dass sie, wenn sie britische Männer heiraten, Britinnen werden und alle Vorteile genießen, die einer siegreichen Nation im Gegensatz zu einer besiegten zukommt. Ich denke, das ist ein schönes Bild, mit welchem Gedankengut die Menschen gekommen sind oder die Soldaten gekommen sind, und macht aber auch schon deutlich, dass die Situation für die Frauen, die dann Beziehungen eingegangen sind, nicht einfach war. Da kann man sicherlich sehr, sehr viel drüber reden. Ich werde versuchen, es kurz zu halten und vielleicht wird es auch später aus unseren Befunden und so weiter noch ein bisschen klarer. Es gibt eine ganze Menge spezifischer Bedingungen, die auch über das hinausgehen, was das Nachkriegsdeutschland allgemein auszeichnete, dass viele Menschen ihr Haus oder ihre Wohnung verloren hatten, dass es ja irgendwie über 10 Millionen Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten gab, dass es zu wenig Nahrung gab, dass die Städte zerbombt waren und so weiter. Das heißt, diese Kinder sind nochmal speziell in einem familiären und sozialen Spannungsfeld aufgewachsen, was zwischen Integration und Ablehnung war. Nämlich einerseits hat man versucht, mit denen irgendwie klarzukommen und andererseits war es so, dass die Mütter sehr viel Ablehnung erfahren haben, die sich mit Besatzungssoldaten eingelassen haben, wie man so sagt, und dass sich diese Ablehnung oder diese negative Haltung oft auch auf die Kinder übertrug. Des Weiteren war ein wichtiges Thema, dass hier nochmal eine ganz besondere wirtschaftliche Not da war, weil die Mütter oft alleinerziehend waren und fast immer uneheliche Kinder hatten und es Probleme mit der Vaterschaftsanerkennung und den Unterhaltszahlungen gab. Es war grundsätzlich ein Tabu, einen sexuellen Kontakt mit einem Besatzungssoldaten zu haben. Das heißt, viele dieser Kinder wussten nichts über die Herkunft und wir sprechen hier auch immer von so einer sogenannten Mauer des Schweigens. Das heißt, den Kindern ist das nicht erzählt worden und Kinder stellen auch irgendwann fest, dass es Themen gibt, die man besser nicht nachfragt. Also das ist etwas, was aus zwei Richtungen kommt, wo einfach nicht die Möglichkeit besteht, drüber zu reden. Die Besatzungskinder, die ich kenne, erzählen auch oft solche Geschichten, die kriegen das dann irgendwann erzählt, aber das sind dann drei Sätze. Während die Mutter das Abendessen zubereitet, entscheidet sie sich zu erzählen. Übrigens, nach den drei Sätzen ist die Erzählung auch vorbei und es gibt keine weiteren Details. Und andererseits ist es so, dass die Kinder aufgrund der Herkunft des Vaters diskriminiert wurden und aufgrund dieser nicht-ehelichen Beziehung der Mutter. Wenn Sie sich das vorstellen, sozusagen eine alleinerziehende Mutter, die keinen Unterhalt bekommt, dann heißt das ganz oft nicht nur Diskriminierung, weil man irgendwie moralisch unzulänglich ist oder das unterstellt wird, sondern vor allem wirtschaftliche Not, aber zum Beispiel bei den Müttern oft auch natürlich, und ich werde es nachher noch erzählen, die Kinder sind fast alle ohne ihre Väter aufgewachsen, die Enttäuschung darüber, dass der Vater oder der Mann, in den man sich, wenn das eine positive Beziehung war, verliebt hat, eines Tages einfach weg war. Das heißt, die Mütter waren an mancher Stelle auch überfordert, wenn sie keine Hilfe von Angehörigen oder aus dem sozialen Umfeld bekommen haben. Für die Kinder führte das oft zu schwierigen Voraussetzungen. Denken Sie jetzt mal insbesondere an Kinder, die aus Vergewaltigungen entstanden sind, in der Mutter-Kind-Bindung, häufigen Wechsel von Bezugspersonen, die sind ganz häufig auch so ein bisschen durch die Familien gereicht worden oder zwischendurch im Heim gewesen, ja, also man war bei den Großeltern oder bei einer Tante oder so, wobei man sagen muss, dass das nach dem Krieg insgesamt häufiger war, als es heute der Fall ist. Sie waren oft sich selbst überlassen, weil die Mütter arbeiten mussten, um für den Unterhalt zu sorgen. Zum Teil sind sie in Heimen aufgewachsen, bei Pflegefamilien oder eben Großeltern. Und wir haben nochmal besondere Risikogruppen, nämlich einmal die Kinder aus Vergewaltigung. Ich habe es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Und dann gibt es noch eine besondere Gruppe, das sind die Kinder mit äußeren Merkmalen, die man sofort als Besatzungskinder erkennt. Das heißt Kinder von afroamerikanischen Soldaten, Kinder von nordafrikanischen Soldaten in der französischen Armee oder von asiatischen Soldaten in der russischen Armee. Diese afroamerikanischen Kinder wurden Brown Babies genannt, so nennen die sich inzwischen auch selbst. Ich werde Ihnen nachher einen Film zeigen mit einer Frau, die das betrifft und
Die konnten sich natürlich überhaupt nicht verstecken. Da war es egal, ob alle wussten, wie das Kind gezeugt wurde, sondern es war einfach durch das Äußere sofort klar. Wir haben uns dann überlegt, was können wir eigentlich jetzt für eine Studie machen. Die Idee ist mal entstanden, weil ich mich ursprünglich mit den Langzeitfolgen des Zweiten Weltkriegs beschäftigt habe und in diesem Kontext mit einem Kollegen zusammenarbeite aus Greifswald, mit Philipp Kuwert. Und der hat eine Studie über Kriegsvergewaltigung gemacht und hat Frauen interviewt, die das erlebt haben am Ende des Krieges. Und während wir über die Studie irgendwann redeten, haben wir uns die Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn Kinder aus solchen Vergewaltigungen entstehen? Und so ist eigentlich diese ganze Idee zu dieser Thematik entstanden. Und dann haben wir versucht, uns erstmal zu überlegen, was muss man aus einer psychologischen Perspektive eigentlich tun, um dieses Thema zu untersuchen. Dann haben wir gesagt, erstmal muss man irgendwie die Zielgruppe beschreiben. Und dann haben wir gesagt, wir können das einmal machen, indem wir sagen, was hatten eigentlich die Eltern für eine Beziehung? Ja, also war das eine freiwillige oder eine unfreiwillige Beziehung? Und dann die Herkunft des Vaters, kommt er aus der Roten Armee oder aus einer der westalliierten Armeen? Und dann über das Aussehen, ist jemand sofort identifizierbar oder nicht? Das sehen Sie hier in der Tabelle. Und dann haben wir uns überlegt, was sind eigentlich die Themen? Und es gab, als wir anfingen, gab es historische Forschung dazu und es gab auch ein bisschen Einzelfallberichte von Leuten, die das betrifft, die ihre Geschichte erzählt haben. Und wenn man die durchgelesen hat, dann sind so bestimmte Themen immer wieder aufgetaucht und darüber haben wir uns dieses Dreieck hier ausgedacht. Das heißt, da kann man jetzt in die Mitte psychische Belastung schreiben oder psychisches Befinden. Nicht alle sind belastet, zum Glück. Das ist einmal Stigmatisierung und Diskriminierung, das habe ich, glaube ich, schon ganz gut erzählt. Die sind sehr oft, also A, sind die Mütter beschimpft worden als Russenflittchen oder die Begriffe kennen Sie vielleicht und die Kinder auch. Dann gibt es ganz häufig, und das hat sicherlich oft mit diesen schwierigen Bedingungen zu tun, unter denen die groß geworden sind, die auch die Mütter hatten, die Kinder durchzubringen. Wir nennen das Childhood Adversities, das heißt Vernachlässigung und Missbrauch in Kindheit und Jugend. Das heißt also sowas wie wenig emotionale Zuwendung, körperliche Züchtigung und so weiter. Und als drittes, und das ist ein ganz zentrales Thema und das ist ja auch das Thema dieser Vorlesungsreihe, geht es um die Frage Identität. Identität in Abwesenheit des Vaters, Identität als Kind des Feindes oder wie auch immer man das sagen will. Und darüber werde ich heute das meiste erzählen. Ja, wenn man so eine Studie machen will, stellt sich zunächst die Frage, wie kommt man denn an diese Zielgruppe? Wie findet man die? Und im Wissenschaftssprachgebrauch heißt das Hidden Population. Das heißt, es gibt nicht so einen guten Weg, wie ich an diese Zielgruppe rankomme. Also es ist anders, als wenn ich jetzt irgendwie eine bestimmte Erkrankung untersuchen will, dann kann ich irgendwie in Arztpraxen gehen, die das versorgen. Oder ja, das ist also hier extrem schwer. Und wir haben das gemacht einmal über Presseaufrufe. Also wir haben redaktionelle Artikel in verschiedenen Zeitschriften gehabt und als zweites über Netzwerke, die schon existierten und über persönliche Kontakte. Netzwerke heißt, es gibt schon seit längerer Zeit, das ist kein deutsches Netzwerk, aber auch in Deutschland aktiv, das heißt GI Trace, das ist eine Organisation, die dabei hilft, amerikanische Soldatenväter zu finden und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien und so weiter. Und da die schon ein paar Jahre aktiv sind und wir Kontakt hatten dann zu der Frau, die das in Deutschland macht, hatten wir die Möglichkeit, über das Netzwerk Studienteilnehmer zu suchen. Dann gibt es für französische Besatzungskinder gibt es eine Studie, ein Netzwerk, das heißt Cœur sans frontières, also Herzen ohne Grenzen. Und es gibt kein Netzwerk bis heute für britische Besatzungskinder und glücklicherweise ist aus der Studie heraus ein Netzwerk von russischen Besatzungskindern entstanden, weil das gab es bis dahin auch nicht. Und die zweite Herausforderung, wenn man so eine sehr spezielle Zielgruppe untersuchen will, ist, dass man für viele Dinge, die wichtig sind für so eine Zielgruppe, keine schon etablierten, Psychologen benutzen ja gerne irgendwie Fragebögen, die schon fertig etabliert sind, die gibt es dafür nicht. Das heißt, man muss sich was Eigenes ausdenken. Und es ist uns dann 2013 gelungen, wir haben ungefähr 180 Fragebögen verschickt und 146 Fragebögen zurückbekommen. Man muss dazu sagen, wir haben hier so einen hohen Erfolg. Das hat damit zu tun, dass diese Leute sich erst bei uns gemeldet haben, um an der Studie teilzunehmen. Und
Wir haben eine Vergleichsstudie auch in Österreich gemacht, da sind es immer 101 Teilnehmer, da werde ich heute nicht drüber erzählen, weil die Ergebnisse sind relativ vergleichbar. Und wir haben dann eine Kombination aus etablierten Fragebögen gewählt und eben selbst entwickelten Sachen und an manchen Stellen auch offene Fragen gestellt nach Dingen, die man anders nicht erfassen kann. Und ich bin ganz glücklich, dass wir inzwischen eine Förderung haben im Rahmen eines EU-Doktorandennetzwerkes. Habe ich zwei Doktoranden, die jetzt biografische Interviews führen. Das heißt, die lassen sich wirklich die Lebensgeschichten erzählen, weil viele Geschichten oder viele Sachen, die wichtig sind bei Besatzungskindern, die kann man nicht mit einem Fragebogen erfassen. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Darüber kann ich aber heute noch nicht so viel erzählen, weil das mitten in der Arbeit ist. Ja, was haben wir die gefragt? Wir haben die einmal natürlich gefragt, was hatten die eigentlich für Lebensbedingungen in Kindheit und Jugend? Also wer waren die Bezugspersonen? Wie häufig hatten sie einen Bezugspersonenwechsel, mussten umziehen? Wie war die Wohnsituation? Wie war die finanzielle Situation? Ob es Geschwister gibt, wie die Geschwisterbeziehungen waren? Was die wissen über die Beziehung der Eltern, über die Herkunft des leiblichen Vaters und ob sie den Vater gesucht und gefunden haben? Dann haben wir eine Frage gestellt zu Identität als Besatzungskind. Da werde ich nachher ganz viel auch drüber erzählen. Wir haben gefragt nach Erfahrungen mit Vorurteilen und Stigmatisierung, über Beziehungsgestaltung im Erwachsenenalter, also inwieweit diese Erfahrungen, die man in der Kindheit gemacht hat, die spätere Beziehungsgestaltung beeinflusst haben, über Missbrauchs- und Vernachlässigungserfahrungen und über traumatische Ereignisse und psychische Belastungen, die heute noch da sind. Hier kurz was zur Stichprobe. Sie sehen schon, das müssen Sie jetzt nicht alles durchlesen, ich erkläre es Ihnen kurz. Also was uns nicht gelungen ist, Besatzungskinder zu finden, die aus Kriegsvergewaltigungen entstanden sind. Das sind in unserer Stichprobe genau 10. Warum das so ist, es müssten sehr viele sein, wir haben sie nicht gefunden. Wir haben inzwischen noch ein paar kennengelernt und eine meiner Doktorandinnen interviewt die jetzt alle, weil das die einzige Methode ist, mit so einer kleinen Gruppe, die wir da identifiziert haben, umzugehen. Wir haben sehr viele, die Väter aus den USA haben. Das hat damit zu tun, dass es dieses etablierte Netzwerk gibt und dass das ein Thema ist, was schon länger eine Öffentlichkeit hat. Das bildet nicht gut die Verteilung ab, die wir haben müssten innerhalb der Besatzungskinder, weil ich nehme an, dass es mindestens genauso viele russische Besatzungskinder geben müsste. Und Großbritannien, das sind vermutlich auch weniger, wobei man darüber nicht so wahnsinnig viel weiß. So, was vielleicht noch wichtig ist, wir haben die natürlich auch gefragt und wir finden das, was wir vorher schon aus den einzelnen Fallgeschichten kennen, nämlich, dass die häufig umziehen mussten, Bezugspersonenwechsel hatten, also sprich irgendwie mal eine Zeit bei den Großeltern waren, bei anderen Verwandten und so weiter. Nicht alle, aber viele. Wirtschaftliche Not, zum Teil aufwachsen in Heimen und immerhin ein Fünftel unserer Studienteilnehmer hat äußere Merkmale, die sie irgendwie als Besatzungskind sichtbar machen, wobei ich was gelernt hatte, was ich vorher nicht kannte. Wir hatten, ich glaube, es waren 2 oder 3 Studienteilnehmer, die reingeschrieben haben, man erkennt, dass ich ein Russenkind bin, weil ich rote Haare habe. Das kannte ich vorher nicht. Ja. Für viele Sachen haben wir die Studie so konstruiert, dass wir in der Lage waren, weil das ist natürlich eine Stichprobe, die hochselektiv ist, weil wir ja gar nicht wissen, wer die Grundgesamtheit der Besatzungskinder sind und wer bereit ist, an so einer Studie teilzunehmen. Haben wir trotzdem versucht, Instrumente einzusetzen, von denen wir bevölkerungsrepräsentative Daten haben, mit denen wir das vergleichen können, und zwar aus denselben Geburtskohorten. Und da sieht man jetzt einfach, um dem ein bisschen eine Rahmung zu geben, um das mit der gleichen Generation zu vergleichen. Da sieht man, dass Besatzungskinder sehr, sehr viel häufiger traumatische Erfahrungen berichten. Also fast die Hälfte berichtet dort sowas, während nur 18% das in der Allgemeinbevölkerung berichten. Dass wir häufiger eben zum Beispiel Missbrauch in der Kindheit, Vergewaltigung, körperliche Gewalt, Unfälle und andere traumatische Ereignisse finden. Und dann hat uns natürlich, das kann man leider nicht über die gesamte Lebensspanne fragen, wir haben zumindest gefragt, wie es denn heute psychisch geht. Und auch da ist es leider so,
Das betrifft nicht alle, sondern nur einen Teil. Aber in der Bevölkerung finden wir posttraumatische Belastungsstörungen, von denen haben Sie bestimmt schon mal gehört, bei 1,4% der Bevölkerung in dieser Altersgruppe. Und wir finden das bei 11,6% unserer befragten Besatzungskinder. Bei Depressionen ist das 1,7 gegen 10%. Und bei sogenannten somatoformen Störungen, also das sind Körperbeschwerden ohne hinreichenden Organbefund, ist es immer noch fast doppelt so hoch, die Zahl von 4 auf 7,4%. Das nochmal kurz, Sie müssen sich nicht die ganzen Balken angucken, ich erkläre es Ihnen kurz. Wir haben gefragt nach Missbrauchs- und Vernachlässigungserfahrungen und da sehen Sie immer da, wo CBOW dran steht, das sind die Besatzungskinder und da, wo REP dran steht, das sind die bevölkerungsrepräsentative Stichprobe. Und wenn Sie sich mal nur die dunklen Balken angucken, das ist also mäßig schwer bis sehr schwere Ausprägung, zum Beispiel von emotionalem Missbrauch, dann sehen Sie schon, wenn Sie mal die Besatzungskinder mit der Bevölkerung vergleichen, dass das deutlich höher ist. So ähnlich auch hier bei emotionaler Vernachlässigung und so weiter. Ja, aber ich glaube, das Thema für heute ist ja Identität und deswegen möchte ich darauf noch ein bisschen genauer eingehen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was hat eigentlich Identität mit Besatzungskindern zu tun? Ich habe es vorhin schon gesagt. Eine Historikerkollegin hat mal gesagt, die tragen eigentlich ein doppeltes Stigma. Die sind Kinder des Feindes und uneheliche Kinder in einer Zeit, als man nicht gut beleumundet war oder es schwer hatte als uneheliches Kind. Und gleichzeitig ist es so, dass das fehlende Wissen um den Vater, was ganz viele haben, das könnte man beschreiben, als ob sozusagen ein Identitätsfragment fehlt. Jetzt können wir nur einen kleinen Ausschnitt von Identität bedienen, wenn Sie vielleicht bei einer der anderen Veranstaltungen waren, dann ist Ihnen schon bewusst geworden, dass Identität etwas bunt schillerndes ist, was sich nicht gut fassen lässt. Jeder von uns hat eine andere Definition. Aber und es gibt verschiedene Identitätsaspekte und ich werde nur auf ein paar eingehen. Also wir haben uns einerseits gefragt, was heißt eigentlich Identität im Kontext von Vaterlosigkeit oder des fehlenden Wissens um den Vater bzw. die Vatersuche. Die Vatersuche ist etwas ganz Zentrales bei dieser Gruppe, das werde ich gleich noch ein bisschen erzählen. Dann kann man sich Identität anschauen im Kontext von Stigmatisierungs- und Diskriminierungserfahrung der Mütter und der Kinder. Also was macht das mit mir, mit meinem Bild von mir selbst, wenn mir immer Schimpfworte hinterhergerufen werden, wenn man mich einfach für nicht gleichwertig hält in einem sozialen Gefüge oder in einer Gesellschaft. Und als drittes gibt es natürlich die Frage, die Identität als Besatzungskind oder als Kind des Feindes. Also welche Rolle habe ich in der Gesellschaft? Und zu den einzelnen Aspekten will ich Ihnen jetzt noch ein bisschen was erzählen. Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, so dieses fehlende Identitätsfragment ist etwas, was einem immer wieder begegnet in den Erzählungen. Es gab dazu keine Forschung zu diesem speziellen Themenfeld. Wir haben dann überlegt, was könnten ähnliche Gruppen sein und haben uns einmal ein bisschen so die ganze Forschung zu Adoptivkindern angeschaut und auch zu Kindern, die aus Samenspenden entstanden sind. Und da kommt man immer wieder zu diesem Thema, das kennen Sie vielleicht, manchmal gibt es irgendwie auch Berichte in Zeitschriften, wo jemand seine Geschichte aufschreibt und sagt, ich habe mich immer gefragt, wer mein Vater ist. Und wenn man die fragt, warum, dann ist es häufig eher so ein Wunsch, ein inneres Bild zu haben, also zu wissen, was hat er gemocht, welche Musik hat er gehört, was hat er gern gegessen, wie sah der eigentlich aus, sehe ich genauso aus oder anders. Also die kommen dann, wenn sie irgendwann finden, was zum Glück manchmal passiert, dann auch mit Fotos und sagen, schauen Sie, der sieht aus wie ich oder ich wie er. Und bei uns in der Stichprobe ist es so, dass nur zwei der Befragten, also zwei von 146 Studienteilnehmern, sind mit dem Vater aufgewachsen. Fast alle ohne biologische Vollgeschwister und viele haben Halbgeschwister. Das heißt, es ist ganz selten der Fall, ich kenne nur zwei persönlich, wo eine Frau mehr als ein Kind mit einem Besatzungssoldaten bekommen hat. Das hatte viel damit zu tun, dass die oft auch versetzt wurden, dass das unterbunden wurde oder ja, vielfältige Gründe. Aber warum diese Vaterlosigkeit so allumfassend ist, kann ich nicht erklären, weil die sind ja nicht alle während der Zeit des Fraternisierungsverbots geboren, sondern viele auch später. Da hätte es auch die Möglichkeit gegeben, zusammenzuleben. Aber das ist nochmal eine interessante Fragestellung, die man sicherlich hier nur noch schwer untersuchen kann, weil die Väter meistens nicht mehr leben.
Ja, aber es wäre eine Frage, warum ist eigentlich keiner bei dieser Frau und dem Kind geblieben, von diesen vielen Kindern? Es gibt so einzelne Geschichten, die immer sagen, die haben das nicht aus der Familie erfahren, sondern denen hat das irgendwann jemand auf der Straße hinterhergerufen oder es hat ihnen jemand gesteckt oder sie haben es erst erfahren, als sie den Nachlass der Mutter ausgepackt haben oder sowas. Das ist bei denen, die wir jetzt hatten, in unserer Studie nicht der Fall. Die meisten haben es von der Mutter erfahren oder von nahen Verwandten. Es gibt auch welche, die es nicht aus dem Familienkreis gehört haben, aber die meisten schon. Und viele auch sehr früh, also nicht erst im fortgeschrittenen Erwachsenenalter, sondern die meisten in der Kindheit. Sie müssen sich ja auch immer vorstellen, dass man in der Schule irgendwann gefragt wird, wer der Vater ist oder dass man ein Bild malen soll, wo alle Familienangehörigen drauf sind und so weiter. Mehr als die Hälfte dieser 146 Studienteilnehmer ist fest davon überzeugt, dass der Vater wusste, dass sie existieren. Es kann ja manchmal auch sein, dass ein Kind gezeugt wird, der Mann ist weg und erfährt das nie. Und noch ein Drittel war sich da nicht ganz sicher, aber eher überzeugt, dass das so ist. Das heißt, es ist also auch nicht darauf zurückzuführen, dass die Väter nicht von ihren Kindern wussten. Von unserer Studie haben 3/4 aller Teilnehmer versucht, ihre Väter zu finden. Und ein Drittel davon war auch erfolgreich. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wie gesagt, für amerikanische Soldatenväter ist die Chance gar nicht so schlecht, wenn man irgendwelche Informationen hat. Das heißt, wenn man einen Namen, eine Dienstnummer oder sowas hat, dann hat GI Trace, diese Organisation, hat Kontakt zum amerikanischen Militärarchiv und die fragen dort an und die suchen auch wirklich. Und wenn die finden, helfen die einem auch, dann auch an die Familien zu kommen und so weiter. Weder die britische Regierung noch die französische Regierung ist da so wahnsinnig aktiv, das zu unterstützen. Wenn man jemanden findet in einem Archiv, der einem helfen will, hat man Glück. Wenn nicht, hat man leider kein Glück. So ähnlich ist es auch mit den russischen Archiven. Da gibt es Leute, die erfolgreich waren und es gibt welche, denen das nicht gelungen ist, die die Unterlagen einfach zurückbekommen oder man muss die dann auf Russisch einreichen, wenn man das nicht kann oder an die richtige Stelle und dann wird man 10-mal hin und her geschickt und so. Also das ist schwierig, aber es sind doch eine ganze Menge Leute, manchmal auch auf abenteuerliche Wegen irgendwie zu den Angehörigen gekommen. Manche haben ihre Angehörigen bzw. dann Halbgeschwister über Facebook gefunden oder so. Es gibt tolle Geschichten. Es gibt auch Fernsehsendungen, es gibt eine russische Fernsehsendung, wo man so Angehörige suchen kann. Ja, und wenn die dann sozusagen erstmal eine Information gefunden haben, dann nehmen die meisten direkt Kontakt auf. Also die hatten dann direkten Kontakt zum Vater oder zu Hinterbliebenen des Vaters, also Kindern, die danach geboren wurden oder davor. Und nur ein kleiner Teil nimmt keinen Kontakt auf. Und ich werde Ihnen dann gleich noch einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview zeigen von einer Frau, die also dann berichtet, wie sie ihren Vater gefunden und besucht hat. Und was man durchweg immer erlebt, ist, dass das für die, als ob sich so wie das fehlende Identitätsfragment ist, dann da und es schließt sich irgendwie ein Kreis. Und ich zeige Ihnen jetzt kurz dieses Video. Jetzt muss ich hier mal rausgehen. Sind wir einig und dann am nächsten Tag verlassen wir Mutterverlande und Himmelverlande? Also, wir sind schon. Du musst ja erst mal umstellen. Und wir haben dann, wo mein Vater mal in so einem Gebäude lebt, wo es dann alles so Veteranen leben, die halt so eine Lasse nehmen oder so. So eine Wohngemeinschaft quasi? Nein, haben schon auch schon eine eigene Wohnung gehabt, 2 Zimmer. Aber bei dem haben sie so einen Block. Und naja, dann geht es schon los. Dann wirst du vorgestellt. Jeder, der gekommen ist, musste mich ja begutachten. Dort dachte ich dann, wenn man das will, dann ist das auch wieder. Und so geht es. Und das ist das richtige Vorgestellte. Ja? Und das ist was, wo ich sage, okay. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Welt. Ja, dass ich das brauche oder sonst was. Ja. Dann, was aber dann doch ganz gut war, am Samstag war in dem Aufenthaltshaus, war es so kostenlos. Aber das war
ist alles, was hier bei uns geboten wird. Ja, also wenn die jetzt nur Bewohner angesucht werden, da waren die ganzen Hausbewohner, haben da gesungen, aber da ist die Post abgegangen. Und dann hat mein Vater für uns gesungen. Also, das ist irgendwas, wo man sagt, und dann war der 88 ein Stimmenblumen noch gehabt. Das war sowas von gigantisch. Also, und da sitzt dann schon der Platz. Also, das ist einfach platt. Man kann es sich nicht vorstellen, was das war oder was damit auch vorgeht. Mhm. Ja. Und ja. Wenn Sie versuchen, das zu beschreiben, was da so in Ihnen vorgeht in dem Moment? Ja, ich weiß nicht, das war ein Gefühl. Ja, ich weiß nicht, das ist. Mir wurde da zum ersten Mal so richtig auch bewusst, warum ich eigentlich Gott besuchen habe. Ja? Ich habe mir jetzt am 60. gewünscht von meinem Mann. Ich möchte Ruhe Linz, mein Geburtstag in Ruhe Linz feiern und die ganze Nacht durchmachen. Ja, das war mein Traum. So, was war dann mal das mit den Umwelten? Also, dann habe ich gesagt, also dann muss ich mir doch gewesen sein in meinem Geburtstag feiern, dann bin ich dann welche. Dann hat man aber trotzdem. Amerika, also in Nashville dann und so, und wir haben eine Rundreise gemacht und waren dann doch in Ruhr. Und nur Linz, ich habe mir erinnert, glaube ich, in der Sonne. Sie haben hier was ganz Typisches gehört. Die hat gesagt, dann habe ich endlich verstanden, warum ich Gospel so mag. Das sind irgendwie interessante Geschichten. Wir haben vorhin gerade über seltsame Phänomene gesprochen. Es gibt ganz oft Leute, die sagen, ich hatte immer das Gefühl, ich müsste Französisch lernen oder irgend sowas. Und irgendwann habe ich rausgekriegt, dass mein Vater Franzose ist. Ob das wirklich alles so Sinn macht, das weiß ich nicht. Aber es ist spannend, das zu hören. Ja, so neben der Vaterlosigkeit sind diese Stigmatisierungs- und Diskriminierungserfahrungen was sich extrem durchzieht. Also wir haben ziemlich ausführlich danach gefragt, über die Hälfte unserer Befragten berichtet sowas. Sie müssen immer bedenken, dass da ja in der Studie auch Leute dabei sind, wo das keiner wusste. Ne? Die können also auch nicht diskriminiert werden. Und die Gründe waren vielfältig. Also einmal natürlich, die Mutter hat sich mit einem Besatzungssoldaten eingelassen, sowas wie das Ursprungsland und die ererbten äußeren Merkmale. Sie müssen sich immer die nationalsozialistische Ideologie vom Untermenschen vorstellen und dann geht eine Frau eine Beziehung mit einem russischen Soldaten ein und bekommt von dem auch noch ein Kind. Und unabhängig jetzt mal davon ist allein die Tatsache, dass man ein uneheliches Kind war, ein Thema, was auch häufig Grund war für Anfeindungen. Wir haben die gefragt, wo die das eigentlich erlebt haben, und da haben sich verschiedene Kontexte rausgestellt, nämlich einmal sowas wie das soziale Umfeld, also sprich die Nachbarschaft, die Dorfgemeinschaft, der Bekanntenkreis. Ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele aus den Berichten reingeschrieben, also sowas wie, dass meine Mutter als Tommy-Note betitelt und ich als ich Monkey genannt wurde. Ja, oder der Vater meines besten Sandkastenfreundes kam aus der Gefangenschaft zurück und der Junge durfte von dem Tag an nicht mehr mit mir spielen. Ja, so, das sind typische Erfahrungen, die machen im direkten Umfeld. Dann gibt es sowas wie öffentliche Einrichtungen und Institutionen. Das ist auch so, dass in Deutschland es lange irgendwie hat man versucht, das Thema ein bisschen totzuschweigen. Für die farbigen Besatzungskinder hatte man mal die Idee, die alle in Kinderheime zu stecken und dann zur Adoption in afroamerikanische Familien nach Amerika freizugeben. Das hat dann nicht stattgefunden, muss man sagen. Also solche Ideen gab es, und so richtig virulent wurde das eigentlich Anfang der 50er Jahre, als die ersten dieser Kinder in die Schule kamen und plötzlich in Institutionen auftauchten und man sich damit irgendwie auseinandersetzen musste. Aber trotz allem haben die auch dort schlimme Dinge zum Teil erlebt. Also sprich, die Lehrerin hat mich ständig im Fokus, hat mich vor der Klasse geschlagen, es war totenstill im Klassenraum, alle waren geschockt. Oder Als die Entscheidung anstand, ich solle Ministrant werden, dies lehnte der damalige Pfarrer ab. Begründung, ein Rothaariger, den kann er nicht am Altar brauchen, genauer gesagt ein Russen. Und aber leider auch im familiären Kontext, also als ich circa 3 Jahre alt war und meine Mutter bei ihrer Mutter Hilfe
brauchte, wurde sie nicht in die Wohnung gelassen, weil gerade ein Freund ihrer Schwester zu Besuch war. Ja, also das heißt, das war auch extrem schambesetzt, wurde gern versteckt, die Thematik. Ja, wir haben die auch gefragt, was haben sie denn gemacht, wie sind sie damit umgegangen? Und das finden wir nachher in den Identitätsbildern auch nochmal wieder. Es gibt einmal natürlich die Strategie, bestimmte Situationen zu vermeiden, also nicht aufbegehren, klein beigeben, nicht auffallen, bestimmte Situationen vermeiden, in denen es zu Konfrontationen kommen könnte, freundlich und unauffällig sein, möglichst alle Erwartungen erfüllen, sodass man nirgendwo aneckt. Oder man zieht sich zurück, also ich bin weggelaufen, ich habe niemand davon erzählt, ich habe das in mich hineingefressen und so weiter. Oder man hat eine kritische oder eine offene Auseinandersetzung gesucht. Also bei Konfrontationen habe ich mich stets bemüht, ruhig und sachlich zu bleiben. Wenn kein Gespräch möglich war, habe ich geschwiegen. Und dann haben wir nochmal gefragt, was glauben Sie eigentlich, warum diese Vorurteile da waren? Und ich glaube, das ist das, was wir da alle uns sicherlich auch vorstellen können. Einmal die Auswirkungen der Kränkungen des verlorenen Krieges. Es gab damals tatsächlich auch solche Darstellungen, die gesagt haben, unsere Männer haben ihr Leben an der Front gegeben und während sie weg sind, gehen die Frauen mit den Feinden ins Bett. Aber auch sowas wie Rassismus und das Nachwirken dieser nationalsozialistischen Ideologie, also Wut, Scham, die Ablehnung dieser Frauen, dass man sich mit dem Feind eingelassen hat, der uneheliche Status der Kinder, aber auch sowas wie fehlende Aufklärung. Und ich glaube, das ist was, was ganz wichtig ist, weil diese Kinder gibt es im Nebenkrieg, die gibt es auch heute. Und das ist auch ein Thema für aktuelle Konflikte und Postkonfliktregionen. Und wir haben gefragt, was könnte man denn machen, damit sowas nicht wieder passiert? Und dann haben wir gesagt, es braucht ein gesellschaftliches Umdenken, es braucht eine staatliche Unterstützung. Also ich habe ja gesagt, wirtschaftliche Not, keinen Unterhalt und so weiter. Und wichtig, Rückhalt in der Familie. Und ich erzähle Ihnen jetzt hier ganz viele negative Geschichten. Es gibt zum Glück auch positive Geschichten, wo diese Kinder sehr, sehr herzlich in die Familien aufgenommen wurden und von Großeltern oder Müttern liebevoll großgezogen wurden und trotz aller Schwierigkeiten als Geschenk betrachtet wurden. Und das ist natürlich etwas, unabhängig davon, wo der Vater herkommt oder und so weiter, was sich absolut positiv ausgewirkt hat. Ja. Wir haben die dann noch gefragt, wie sehen Sie sich selbst als Besatzungskind? Und das war ein Freitext, wo die also Texte reingeschrieben haben und einer meiner Masteranden hat diese Texte analysiert und Gruppen daraus gebildet und hat insgesamt 5 Gruppen identifiziert. Das eine ist der sogenannte Außenseiter, also ich habe eine Sonderstellung in der Gesellschaft, ich fühle mich abseits der Gesellschaft, ich habe das Gefühl verinnerlicht, nicht dazu zu gehören und anders zu sein. Ja? Es gab auch so eine Gruppe, die haben wir Überlebenskünstler genannt, also auch eine Sonderstellung, aber mit der Besonderheit einer aktiven Teilhabe durch andauernde Anpassung. Also ein Text dazu ist, ich fühlte mich wie eine Katze mit 7 Leben, manchmal auch mit verschiedenen Identitäten. Ich lernte mich anzupassen. Dann gibt es den Kämpfer, also da keine Anpassung an die Gesellschaft, sondern eher ein positiver Kampf für die Bedürfnisse und die Teilhabe in ihrem Sinne. Und dann über den Namen haben wir lange gestritten. Ich habe bis heute keinen besseren gefunden. Ich sage mal Opfer in Anführungsstrichen. Die fühlen sich betrogen und verlassen, isolieren sich scheinbar von der Gesellschaft und beschreiben sich als kraftlos und leidend. Und glücklicherweise gibt es auch die Gruppe der Unbelasteten, die letztendlich gesagt hat, für mich war das eigentlich kein Thema und das hat mich auch nicht in besonderer Weise beeinträchtigt. Das Ganze sah ungefähr so aus. So war das ungefähr verteilt. Also immerhin 18% würden sagen, das hatte für mich keine besondere Bedeutung. Wir haben auch diese 19% da waren einfach keine langen Texte da, die wir da irgendwie zuordnen konnten. Und Überlebenskünstler und Kämpfer würde ich jetzt sagen, das sind ja auch eher ganz gute Strategien, mit sowas klarzukommen. Ja, ich will Ihnen jetzt zum Schluss noch, bevor ich dann noch, oder ja, noch einen Film zeigen, und zwar in diesem russischen Netzwerk, was inzwischen sehr aktiv ist und auch ein Buch geschrieben hat, das werde ich Ihnen nachher noch zeigen. Der Mitglieder dieser Gruppe hat gerade einen Film gemacht, den er mir geschickt hat, und ich finde, der zeigt sehr deutlich, wie das ist. I thought I'm the only one.
Now I am old, and know there are millions like me. Many of us died before we were born. Many of us missed the love of a mother. For sure, most of us ought to miss not only the existence, but the love of a father. Many of us survived. Many of us kept the secret. Some of us unchained our closed lips, talked to the world, and were given peace within ourselves. Talking gave us our freedom back. So, man muss dazu sagen, dass derjenige, der diesen Film gemacht hat, das konnten Sie ja aus dem Abschlusstext erkennen, ein Vergewaltigungskind ist. Er hat auch seinen Vater nie gesucht, hat auch gesagt, er hatte auch nicht das Bedürfnis zu suchen. Es gibt auch keine Informationen. Und als ich den kennenlernte, das war glaube ich 2012, fing er gerade an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es ist unglaublich spannend zu sehen, was in den 4 Jahren passiert ist. Also er hat inzwischen diesen Film gemacht, kürzlich, und die haben auch ein Buch geschrieben. Und er ist ganz viel unterwegs. Es gab auch einen Beitrag in der Geo im letzten, also 2015 im Frühjahr, wo einige aus diesem Netzwerk auch ihre Geschichten erzählt haben. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie die sich selbst auch mit ihrer Geschichte auseinandersetzen, und wenn man an Identität denkt, welche Bedeutung das auch hat, Öffentlichkeit zu suchen, sich damit auseinanderzusetzen, Mut zu fassen, darüber zu reden und auch andere zu ermutigen, darüber zu reden. Und das, finde ich, klappt in diesem Netzwerk außerordentlich gut. Ich will jetzt, weil das ist ja nun alles Geschichte und 70 Jahre her, für die Menschen, die es betrifft, ein ganz wichtiges Thema, was sie ihr Leben begleitet hat und auch heute noch einfach. Wir haben uns immer gefragt, warum fängt die Aufarbeitung so spät an? Das hat sicherlich viel mit deutscher Geschichte zu tun und wann man dazu in der Lage war, das zu artikulieren. Aber auch damit, dass das eben oft so ein Schweigen in den Familien gab und man häufig dieses Thema erst anpacken konnte, wenn die Mütter nicht mehr lebten. Und dann hat es, glaube ich, auch was damit zu tun, wenn man selber so ins Rentenalter eintritt, hat man Zeit. Und befindet sich auch in einem Lebensabschnitt, wo man vielleicht auch nochmal so ordnet und sich mit bestimmten Dingen beschäftigt, für die man vorher keine Zeit hatte oder haben wollte. Und deswegen finden wir eben wirklich viele, die so jenseits der 60 anfangen, dieses Thema für sich nochmal neu anzupacken. Unabhängig davon ist es so, dass wir Kinder des Krieges in jedem Krieg finden. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt Kinder von Blauhelmsoldaten und so weiter, aber ein besonderes, und das ist ja in unserer Studie jetzt ein ganz kleines Thema, sind Kinder, die aus Vergewaltigungen entstanden sind. Das ist ein großes Thema in all den modernen Bürgerkriegen und ethnischen Konflikten. Und um da nochmal reinzugehen, weil das ist, glaube ich, schon wichtig, um sich mit der Frage von Identität auseinanderzusetzen, müssen wir, glaube ich, nochmal so eine Debatte über Geschlechterrollen und Konstruktionen
anfassen. Und ich glaube, Geschlecht hat eine besondere Bedeutung zur Konstruktion von Nationalität. Also das heißt, wenn Sie mal überlegen, es gibt ganz viele weibliche nationale Figuren, wie die Germania, die Britannia, die Marianne oder die Mutter Russland. Und die sind immer sozusagen Frauen als Mütter der Nation. Und diese Rolle wird in bestimmten Zeiten eben auch politisiert. Und das heißt, Frauen werden als Produzenten von Mitgliedern einer Nation, aber auch als Wahrer der Reinheit betrachtet. Und wenn Sie an den Nationalsozialismus denken und wie Mütter da geehrt wurden und dass es Mütterkreuze gab und was weiß ich was, dann kann man sich das ganz gut vorstellen. Und dieser spezielle Aspekt des Frauseins in einer Nation oder in einer Gesellschaft wird aber, wenn man an systematische Kriegsvergewaltigung denkt, auch genutzt. Das heißt, und das ist ein Terminus, der erst in dem Balkankrieg so geformt wurde, dass wir heute sagen, sexuelle Gewalt ist eine Waffe in Kriegen. Und die ist zum Beispiel, und das ist nur ein Beispiel, es gibt ganz viele bei den ethnischen Säuberungen im Bosnienkrieg eingesetzt worden. Man schätzt heute, dass es zwischen 20 und 60.000 Vergewaltigungen gab. Und das ist noch anders, als es überwiegend im Zweiten Weltkrieg war. Es ist eine organisierte Praxis von Vergewaltigungen. Das heißt, es ist eine militärische Strategie, um den Feind über seine Frauen anzugreifen. Also, das heißt, auch die ethnische Gruppe anzugreifen. Ich habe hier einen kurzen Text mitgebracht von einer Frau, die das betrifft. Kurz danach brachten mich die Serben zu einem Lager mit vielen anderen Frauen. Einige von ihnen waren meine Cousinen oder die Cousinen meines Mannes. Ich war 7,5 Monate dort. In dieser Zeit habe ich meine Mutter und meine Tochter nicht gesehen und ich hörte nichts von meinem Mann. Die serbischen Soldaten haben uns gefoltert, wir wurden vergewaltigt, geschlagen und so weiter. Was wir da auch für ein Thema haben, das heißt auf Englisch Forced Impregnation, dafür gibt es auch keine vernünftige deutsche Übersetzung. Das heißt, die serbische Armee hat einen Slogan gehabt im Bosnienkrieg, der heißt You will give birth to a Chetnik soldier. Das heißt, Chetniks sind die serbischen Soldaten gewesen, das heißt, wir mal alltagssprachlich übersetzt, wir machen euch kleine Chetniks. Und das macht schon deutlich, dass es dann nicht um irgendein individuelles Ereignis ging, sondern um eine Strategie. Und das ist etwas, was wir leider heute sehr häufig finden in Kriegen. Auch jetzt wieder im Syrienkrieg gibt es Berichte darüber, wie Frauen vom IS vergewaltigt werden. Und wenn man das wieder im Sinne von Identitätskonstruktion anschaut, dann ist das etwas ganz Wichtiges, weil wir gerade in traditionellen Gesellschaften sozusagen patrilineale Kulturen haben. Das heißt, wir haben die väterliche Reihe, also Eigenschaften, Besitz, soziale Position und sowas wird über den Vater weitergegeben. Das heißt aber auch Zugehörigkeit wird über den Vater definiert. Und das heißt wiederum, zum Beispiel im Bosnienkrieg, zumindest bei den muslimischen Frauen, dass eigentlich qua Kultur die Kinder erstmal zu den Vätern gehören, dass die aber ja auch nicht haben wollten und dass es dann auch zum Beispiel in afrikanischen Ländern so ist, dass die Mütter ausgegrenzt sind, weil sie vergewaltigt wurden und die Kinder, weil sie eigentlich nicht dazugehören nach deren Identitäts- und Zugehörigkeitskonstruktion. Und das macht deutlich, dass dort das Konfliktfeld bei allem Schlimmen, was nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, noch viel schlimmer als hier ist. Und dann gibt es noch was Zweites, was bei Kindern, die aus Vergewaltigungen entstanden sind, eine große Rolle spielt. Das ist, dass die auch sozusagen eine Übertragung von gewaltvoller Identität des Vaters oft in sich tragen. Das heißt, dass die Mütter sagen, der ist oder der sieht aus wie ein Mörder oder wie der Täter. Immer wenn ich meinem Sohn ins Gesicht schaue, dann sehe ich wieder den Täter. Und was das für die Mutter-Kind-Beziehung bedeutet, das können Sie sich sicherlich vorstellen. Aber, und das finde ich wirklich verblüffend, weil es gibt nicht viele Studien dazu, aber das ist jetzt eine, das sind 15-jährige Mädchen, die sind interviewt worden, die sind alle aus Kriegsvergewaltigung entstanden im Bosnienkrieg. Und aus diesen biografischen Interviews sind dann so metaphorische Beschreibungen gemacht worden darüber, wie die ihre Identität beschreiben. Und zwar sagen die, gab es drei Gruppen dann, so ähnlich wie bei uns, nur dass wir 5 Gruppen hatten. Das eine heißt Shooting Target, also ich bin eine Zielscheibe. Es wird schon klar, die benutzen hier einen Begriff, der aus der Kriegssemantik kommt. Das heißt aber auch, sie sind Zielscheibe von Angriffen. Sie sind der aggressiv anderer hilflos ausgeliefert und berichten häufig über Missbrauch und sozialen Ausschluss. Dann gibt es eine zweite Gruppe.
Das heißt, auf Englisch heißt das Cancer. Ich glaube, wenn man es auf Deutsch übersetzen wollte, vielleicht sowas wie Krebsgeschwür oder so. Wichtig ist, die in diese Gruppe reingehörten, waren alles Kinder, wo das soziale Umfeld darüber nicht Bescheid wusste. Das heißt, die haben das Wissen um die Herkunft internalisiert, es konnte sie niemand anders dafür stigmatisieren, weil es wusste keiner. Die haben so eine Semantik von Krankheit und Schädlichkeit, als ob man eine versteckte Krankheit hat, von Unreinheit, also im Sinne von, ich trage serbisches Blut in mir. Und das Spannende ist aber, dass es die dritte Gruppe gibt, die heißen Warrior, also der Kämpfer für den Frieden, also hier gibt es einen kriegsbezogenen Begriff, der aber in einer konstruktiven, positiven Weise benutzt wird. Das heißt, die Handelnden sind keine passiven Opfer, sondern die tragen beide Seiten in sich und haben damit auch eine Brückenfunktion. Und das ist auch was wir bei Besatzungskindern häufig finden, dass die sagen, oder ein Teil von denen sagt, ich bin auch stolz drauf, dass ich halb französisch bin oder halb russisch oder halb amerikanisch oder sowas. Ich habe ja mehr als die anderen. Und das zeigt schon, dass es irgendwie gar nicht so einfach ist zu sagen, ob etwas positiv oder negativ ausgeht. Ich will es ganz kurz zusammenfassen. Besatzungskinder waren häufig schwierigen Aufwachsensbedingungen ausgesetzt, also Missbrauch, Vernachlässigung, Bezugspersonenwechsel, Stigmatisierung, Diskriminierung, Vaterlosigkeit, wirtschaftliche Not. In vielen Familien, nicht in allen, aber in vielen Familien wurde über diese Thematik geschwiegen und es gab oft nur knappe und sehr sachliche Informationen darüber, also kein Narrativ, wie man das sonst hat. Und das unterscheidet die zum Beispiel auch von den Kindern, die nach dem Krieg vaterlos aufgewachsen sind, weil der Vater im Krieg gefallen ist oder in Gefangenschaft war. Von diesen Vätern gab es Fotos, gab es Geschichten, es gab Angehörige. Also da gibt es sozusagen Fragmente von Identität, die man für sich benutzen kann. Das hat man bei den Kindern hier nicht. Die Identitätsbilder sind aber dennoch vielfältig und sie spiegeln zum Glück in einigen oder doch eine ganze Menge von Fällen konstruktive und aktive Strategien ab. Die Vatersuche ist eine ganz zentrale Sache, weil man eben dieses fehlende Identitätsfragment sucht. Wir finden es häufig erst im höheren Lebensalter, diese Suche. Und ich glaube, was heute wichtig ist, ist natürlich gut, so eine Öffentlichkeit zu haben, dass es eine Aufarbeitung gibt, weil das für die eigene Identitätskonstruktion und die Auseinandersetzung mit dieser Thematik für die eigene Biografie und Design extrem wichtig ist, dass wir heute uns fragen, wie kann man eigentlich mit dem Wissen, was wir inzwischen darüber haben, im Umgehen mit Kindern, die in aktuellen Konflikt- und Postkonfliktregionen aus solchen Beziehungen geboren werden oder aus Vergewaltigungen geboren werden. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns mehr Gedanken machen über die rechtliche Stellung, also Unterhalt, Zugehörigkeit und so weiter. Auch sowas wie Versorgung. Ich habe Kollegen, die arbeiten in Uganda, da ging es um den Bürgerkrieg in Norduganda. Es ist einfach so, dass die Mütter kein Geld haben, die Kinder zur Schule zu schicken. Ja? Also da geht es manchmal einfach nur um eine basale Versorgung dieser Kinder, aber auch um Prävention von Stigmatisierung der Mütter und der Kinder. Und das ist etwas, was man nicht mit den Einzelnen nur machen kann, sondern das hat was damit zu tun, wie man öffentlich damit umgeht, wie man das Thema diskutiert und so weiter. Und wir müssen uns auch klar machen, dass es kulturgebundene Konstruktionen von Zugehörigkeit gibt, wie ich es gerade schon erzählt habe, zum Beispiel im Bosnienkrieg. Also gehört man erstmal per se zum Vater oder zur Mutter oder wie wird sowas konstruiert und welche Auswirkungen hat das darauf, wie mit den Kindern umgegangen wird. Ja, hier sehen Sie noch ein Bild. Das hat ein Bruder eines Besatzungskindes gemalt und zwar ist das ein russischer Soldatenhelm, wo so eine Distel rauswächst. So was ganz Widerstandsfähiges. Und dieses Russenkindernetzwerk heißt auch Distelblüten. Und so heißt auch das Buch. Was machen wir gerade? Wir haben eine Studie mit norwegischen Wehrmachtskindern, weil es gibt entsprechend auch den umgedrehten Fall Kinder von Wehrmachtssoldaten in Norwegen. Und wir haben eben dieses Doktorandenprogramm. Ich habe schon gesagt, ich habe zwei Doktoranden, die jetzt Interviews führen mit deutschen Besatzungskindern und ich habe eine Doktorandin, die dasselbe für den Bosnienkrieg tut. Und wir haben jetzt gerade ein ganz neues Projekt, wo wir uns mit Kindern von Friedenstruppen in Haiti beschäftigen. Ja, und wer gern weiterlesen möchte, es gibt viele Bücher, das ist nur eine Auswahl.
Dieses Wir Besatzungskinder ist ein Buch von Ute Bauer-Timmerbrink. Das ist diejenige, die GI Trace in Deutschland macht, also diese Plattform, wo man amerikanische Besatzungskinder suchen kann. Die hat nicht ihre Geschichte, also ihre Geschichte ist auch in dem Buch. Es sind verschiedene Lebensgeschichten drin, aber auch sozusagen Kapitel, die über die Mütter und die Väter und so weiter schreiben. Dann gibt es eben dieses Distelblütenbuch, das ist von diesem russischen Besatzungskindernetzwerk. Das sind wirklich selbst aufgeschriebene Geschichten der Leute aus dem Netzwerk. Dann dieses Besatzungskinderbuch und das hier unten, das sind eher wissenschaftliche Bücher, wo Aufsätze drin sind von Wissenschaftlern. Und ganz neu erschienen ist das hier, das heißt Franzosenbalg ist von einem Mann, der ein französisches Besatzungskind ist. Und damit möchte ich mich erstmal bei allen Studienteilnehmern bedanken und bei meinen Kooperationspartnern, vor allem bei meiner Kollegin Marie Kaiser, das war meine Doktorandin, ohne die hätte die Studie nicht stattgefunden. Und die Doktoranden, die aktuell am Werk sind und alle anderen Kollegen, die damit zu tun haben und bei Ihnen fürs Zuhören. Applaus